Was muss passieren, damit dieses Video Ihr Leben verändert? Zweierlei. Erstens, Sie schauen dieses Video an und zweitens, noch viel wichtiger, Sie müssen das, was ich in diesem Video anspreche, auch auf sich übertragen, auch auf sich anwenden und dann kann es tatsächlich sofort, ich wiederhole sofort, heute Abend noch dazu kommen, dass Sie mehr Lebensqualität haben, dass Sie sich wohler in Ihrer Haut fühlen und dass Sie sich in eine Richtung entwickeln, die Ihnen lieb ist. Schauen Sie das Video an und schreiben Sie gerne einen Kommentar, ob ich dieses Versprechen einhalte oder nicht. Mein Name ist Martin Wehrle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Die Spannung ist groß und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt kommt der Tipp, von dem ich glaube, dass er Ihr Leben entscheidend verändern kann. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben einen Kinofilm geschaut und den fanden Sie ganz furchtbar. Dieser Kinofilm hat Sie abgestoßen. Dieser Kinofilm war langweilig. Dieser Kinofilm war abgestanden und abgeschmackt. Und Sie hatten schon, als Sie ihn beim ersten Mal sahen, einen solchen Hals. Und jetzt gehen Sie wieder in diesen Film und Sie haben wieder so einen Hals. Und Sie gehen nochmal in den Film und Sie haben nochmal so einen Hals. Und Sie gehen wieder in diesen Film und Sie haben einen Riesenhals. Würden Sie das tun? Ich bin ganz sicher, Sie würden das nicht tun. Sie würden diesen Film maximal einmal anschauen und dann würden Sie alles unternehmen, was in Ihrer Macht steht, um bessere Filme zu schauen, unterhaltsamere Filme, spannendere Filme. Jetzt habe ich eine wichtige Frage an Sie. Wie halten Sie es denn mit Ihren Erinnerungen und mit Ihren Gedanken? Angenommen, es gibt Gedanken, die Sie einschränken. Angenommen, es gibt Gedanken an die Vergangenheit, da ist etwas schiefgelaufen, da ist etwas in Ihrem Leben in den Brunnen gefallen. Ist es so, dass Sie diese negativen Filme einmal anschauen und dann loslassen? Oder kann es sein, dass diese negativen Erlebnisse, diese negativen Filme immer wieder und wieder und wieder und wieder in Ihrem Kopf ablaufen? Dass Sie also pausenlos sich füttern mit negativem Input, mit Misserfolgen, mit Erlebnissen, die unschön sind. Wenn das so ist, und das ist bei ganz vielen Menschen so, dann stelle ich Ihnen die Frage, warum tun Sie das eigentlich? Warum lassen Sie es zu, dass negative Energie aus Ihrer Vergangenheit eine solche Macht über Ihr ganzes Leben gewinnt? Sie sind der Herr Ihres Lebens und Sie sind auch der Herr Ihres Denkens und Sie können ein gutes Stück weit steuern, was Sie denken. Und ich gebe Ihnen jetzt eine Übung an die Hand, die auch viele meiner Klienten schon gemacht haben, und zwar führen Sie mal ein Gedankentagebuch. Und zwar schreiben Sie einen ganzen Tag lang in Abständen, wie es halt auch geht, bei Ihrer Arbeit von 5 bis 10 Minuten auf, woran denke ich jetzt gerade? 10 Uhr, woran denke ich? 10.05 Uhr, woran denke ich? 10.10 Uhr, woran denke ich? Machen Sie das mal einen ganzen Tag lang und dann analysieren Sie abends mal Ihre Filmliste, Ihre Kinoliste, wie viele tolle, inspirierende, beglückende Filme Sie schauen und wie viele Filme Sie schauen, die Sie wirklich runterziehen. Negative Gedanken an Ihr vergangenes Versagen, an Ihr mögliches künftiges Versagen, an Sorgen, an Probleme und Sie werden sehen, da wird sich ein riesiger Sumpf öffnen. Dieser Sumpf ist bei vielen Menschen deutlich zu groß und ich kann Ihnen jetzt folgenden Vorschlag machen. Wann immer Sie in Zukunft wieder solche negativen Gedanken verspüren, das ist in Ordnung, dass die da sind, aber Sie können natürlich entscheiden, soll dieser Film, der anläuft, weiterlaufen oder sagen Sie an gewissen Stellen, nein, ich will das nicht. Das funktioniert durchaus. Wenn also ein negativer Gedanke aus der Vergangenheit kommt, der Ihnen sagt, du kannst es alles nicht, du bist ein Versager, du kriegst es nicht auf der Reihe, dann können Sie an dieser Stelle sagen, nein, das stimmt nicht und ich denke jetzt an was anderes. Sie können sich eine Brücke bauen, einen Anker bauen. Also immer wenn Sie an einen bestimmten Punkt kommen, an den Gedanken zum Beispiel, ich bin ein Versager, da können Sie sich als Gegengift dann ein Erlebnis, einen schönen Film zurechtlegen, eine Situation, in der Sie toll gehandelt haben, in der Sie erfolgreich waren, in der Sie mit sich im Reinen waren. Das ist ein wunderbarer, ein zauberhafter Trick. Wenn es Ihnen gelingt, nur einen Teil Ihrer negativen Gedanken, die Sie jeden Tag denken, wenn nur ein kleiner Teil dieser negativen Gedanken ins Positive übergeht, dann werden Sie schon einen Effekt verspüren. Den Effekt verspüren, dass Sie mehr Energie in sich haben. Den Effekt verspüren, dass Sie eine positivere Ausstrahlung haben. Und vor allen Dingen den Effekt verspüren, dass Sie sich mehr zutrauen. Das ist etwas ganz Wichtiges,
Denn was wir im Leben anpacken, hängt ja immer davon ab, welchen Erfolg oder Misserfolg wir erwarten. Und ich erlebe das so oft in der Karriereberatung, dass ich Menschen vor mir sitzen habe, und ich kann das ganz gut einschätzen nach fast 20 Jahren, die einem Job gewachsen wären, die also zum Beispiel eine Beförderung in ihrer Firma anstreben könnten, aber irgendeine Bremse in ihnen sagt, ich pack das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug. Und dieser Satz, ich bin nicht gut genug, das ist eine ungeheure Bremse. Und wenn Sie es schaffen, diese Handbremse so ein kleines Stück weit zu lösen, wenn Sie es schaffen, die negativen Filme abzukürzen und positive Filme entgegenzustellen, dann wird es ungeheuer spannend in Ihrem Leben. Und das ist jetzt meine Aufgabe für Sie, weil ich ja versprochen habe, dass dieses Video Ihr Leben sofort verändern kann, wenn Sie die Tipps umsetzen. Das ist jetzt meine Aufgabe an Sie. Suchen Sie sich bitte einen positiven Film. Einen Film, in dem Sie eine Rolle spielen, die Ihnen so richtig gefällt. Eine Szene aus Ihrem Leben, die richtig gut gelungen ist. Eine Szene, die Sie immer dann in Ihr Gedächtnis rufen können, wenn der andere, der negative Film, wieder anklopft. Probieren Sie das bitte aus, sich so eine positive Szene vorzustellen, und gucken Sie mal, was es mit Ihrer Stimmung macht, gucken Sie mal, was es mit Ihrer Tatkraft macht, und schreiben Sie bitte sehr gerne Kommentare, nicht nur jetzt direkt nach dem Schauen des Videos, sondern gerne auch in ein paar Wochen oder Monaten, ob es Ihnen tatsächlich mit diesen kleinen Tipps gelingt, Ihr Leben entscheidend zu verändern. Das würde ich Ihnen von ganzem Herzen wünschen. Schauen Sie weitere Videos an. Ich werde an dem Thema dranbleiben. Verlinken Sie dieses Video sehr gerne. Lassen Sie den Daumen nach oben weisen. Abonnieren Sie den Kanal. Darüber freue ich mich, und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Und schauen Sie auch gerne mal in ähnliche Videos rein. Ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, das verlinke ich unter diesem Video. Da beschreibe ich, warum Sie nicht auf andere hören sollten, sondern warum Sie Ihren eigenen Weg gehen sollten. Warum es egal ist, was andere über Sie denken. Bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Wehrle.